Flasche Bier kriegen wir noch nicht auf. Das hat wenig zu übel. Wo müssen denn die Fahnenbegleiter hin? Aber ich denke, den Schützfeld an Kümmerling. Vielen Dank. Zur Meldung an den ersten Gilderherrn. Die Auge gerade aus. So, erstmal allen euch allen einen schönen guten Tag. Augen geradeaus. Rührt euch. Liebe Schützenschwestern, Schützenbrüder der Schützengilde Oldenstadt, ich begrüße euch recht herzlich. Ebenso herzlich begrüße ich unseren Musikzug, verstärkt durch den Musikzug Melzingen. Seid herzlich willkommen. Ich begrüße Schützengilde Uelzen mit einer starken Abordnung der 2. Kompanie unter der Leitung des Leutnants Jürgen Dierks in Begleitung der Majestät 2018 Thomas Hannemann. Willkommen in Oldenstadt. Herzlich willkommen bei uns und von weit her angereist die starke rollende Abordnung der Schützengilde aus Bergen-Dumme unter Führung des Obergildemeisters Michael und in Begleitung ihres Königs Lukas Trappe. Herzlich willkommen. Küffhäuser Kameradschaft Versen unter Führung von Rüdiger Schulze in Begleitung des Jungkönigs Julian Bülow und eines Regenschirms. Herzlich willkommen. Ganz besonders freut es mich, an dem heutigen oder 167. Schützenfest von Oldenstadt. Ich habe in dieser meiner Zeit erst einen Bürgermeister aus Oldenstadt beziehungsweise einen Bürgermeister aus Uelzen hier bei mir begrüßen dürfen. Das war noch Günter Leifert.
Darum freut es mich umso mehr, unseren Bürgermeister aus Uelzen, Herrn Markbar, zu begrüßen. Herzlich willkommen. Ich begrüße weiterhin die Mitglieder des Ortsrates von Oldenstadt mit dem Ortsbürgermeister Klaus Knust, der uns die Fahne nachher freigeben wird. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ebenso herzlich begrüße ich die Freiwillige Feuerwehr Oldenstadt und danke auch euch und der Jugendfeuerwehr für ihre Unterstützung. Danke. Ich wünsche Ihnen allen und uns viel Freude und Gemeinsamkeiten auf unserem Schützenfest. Ich würde mich freuen, Sie alle nach dem Ummarsch im Skisportzentrum begrüßen zu können. Jetzt wollen wir aber unsere Majestäten 18-19 unseren Reihen begrüßen. Richt euch, Stillgestand, fahren auf zum Ausmarsch unserer Majestäten, Augen rechts, Ausmarsch der Majestäten. Du dich aber wenigstens an mich erinnern. Oh, jetzt kommt der Krümel. Das Ganze ist gestanden. Links um. Stehen wir schon. Mit Musik. Marsch. Fahren auf. Einmal Schuhe putzen. Einmal Schuhe putzen. Das ist doch weg, ey.
Tschüss. Da gehe ich wieder vorne an. Rechts um. Fahren ab. Rührt euch. Bis vor einer Minute habe ich noch eine schlechte Nachricht für euch gehabt. Wollt ihr die hören? Ja. Die Bierkühlung ist ausgefallen. Nein! Ja, aber jetzt kommt die gute. Sie läuft wieder. Jawohl! Ich habe mir das gedacht, wir haben einfach daran gearbeitet. Ja, 4 Tage, 4 Nächte. Als ihr so Freizeit hattet und marschiert seid. Ich wäre ja gerne mitgekommen, aber ich konnte nicht, weil die Bierkühlung aus ist. Ja, ja, so kann man sich alles schön reden. Ja. Aber nun glaube ich, habt ihr euch ein Bier verdient. Ja. Fahren auf. Lena, ja. Zum Einmarsch der Fahne, Augen rechts. Majestät, Polen, Fahnen, Marsch. Wir haben nur einen Marsch. Unten da rein? Ja. Einen Umtrunk mit dem etwas kühleren Bier. Hört euch da hinten wegkriegen. Ein Röslein rot, ein Röslein rot. Ich hob es auch von ihrem Fuß. Bat sie um einen Kuss. Aber nein, sprach sie. Ich küsse nie. Und als der Tanz zu Ende, wir reichten uns die Hände. Zum letzten Mal, sie hing an meinem Arm. Ich schlug das Herz so warm, aber nein, sprach sie, ich küsse nie. Doch in der Abschiedsstunde, da kam aus ihrem Munde ein leises Wort, Nun nimm du Dusse Tier, deinen ersten Kuss von mir. Vergiss Maruschka nicht, das Polen könnt.